Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Amagi, dem japanischen Schlachtschiff auf Tier 8, im Herrschaftsmodus gefahren. Hier ist die Amagi, ja, auf dem Weg zur Yamato. Mehr als nur ein Übergang, also schon ein schickes Schiff. Wer sich anschauen will, wie ich sie ausgestattet habe, bitte einfach auf die Pause-Taste klicken. Ist ein 19er Kapitän drauf, der ist genau wie das Schiff auch Überleben geskillt. Und nun wollen wir doch mal schauen. Oh, wir sind Top-Tier. Tja, eine Furious im Gegenteam. North Carolina zwei Stück, eine Vladivostok. Fuso und Ismail, fünf Schlachtschiffe. Baltimore, Mogami, Atago, York, Lagalisionär und eine Kagero. Also nur ein DD im Spiel. Pro Seite. CV, okay. Und wir sind hier an A aufgestellt. Ja. Also. Top-Tier bedeutet für mich, ich fahre ein bisschen weiter nach vorne und nicht, ich nutze meine Reichweite. Also das ist etwas, wo ich dann immer wieder sehe, dass Schlachtschiffe sagen, ja, aber ich habe doch 20 Kilometer, dann kann ich doch auch 20 Kilometer. Jo, kann man, aber ich möchte ein bisschen näher ran. Also auch mit der Amagi kann man richtig austeilen. Sie ist kein wirklicher Brawler, das muss man auch wissen. Also wenn es dann darauf ankommt, muss man im Zweifelsfalle auch einfach mal bereit sein, wegzukiten und dann wieder ein bisschen mehr Abstand zu bekommen, um wieder aus einer anderen Position angreifen zu können. Es ist einfach ein japanisches Schlachtschiff, kein deutsches Schlachtschiff. Die Panzerung ist eben anders. Tja, aber trotzdem fahre ich hier nach A, ein bisschen näher ran. Ich fahre auf diese Insel zu, um die so ein bisschen als Schutz auch zu nutzen. Auf der Minimap sehen wir, unsere Shenyang kommt auch zu A, also der braucht hier definitiv alles an Schutz, was er kriegen kann. Unser Baltimore steht hier noch, die Bayern fährt hinten quer, die Norca kommt hier auch hin, tja, der CV spottet die Kagero, also mit anderen Worten, der kommt auch hier zu A. Könnte unser Shenyang natürlich jetzt extrem schnell flexibel zu B fahren, aber der fährt hier immer schön weiter geradeaus, na gut. Dann will ich sehen, dass ich ihn so gut es geht hier schützen kann, ihm Deckung geben kann, aber eben auch nicht auf Kosten meines Schiffes, sondern einfach so den anderen vielleicht auch einschenken, dass die dann abdrehen. Tja, mal sehen. Gespottet durch Plane ist natürlich jetzt nicht so wirklich schön, aber war ja klar, irgendwann, oh, da kommen sie alle und gleich den Flugabwehrsektor bestimmt. Tja, und jetzt hier ein auf die York. Na gut, von vorne so halbwegs schräg drauf. Nochmal sehen. Ist ja nur ein 7er Kreuzer. Und, oh ja, okay, ein Abpraller. Ja, ist klar. So, jetzt nutze ich natürlich hier die Insel so ein bisschen eben, wie gesagt, als Schutz auch. Beschutz, Schutz. Oh, da kommt was von der Fuso da hinten. 16 Kilometer, okay. Vladivostok ist auch schon 13 Kilometer dran, aber ich bleibe jetzt erstmal noch an dieser York. So, oh, da sehe ich auch schon den DD. Na gut, aber jetzt muss das erstmal auf die York raus. Boah, 2-5. So, und jetzt muss ich natürlich sehen, dass ich hier abdrehe. Und zwar so, dass ich so fahre, dass die Kagero mich nicht torpen kann. Und dann nehme ich im Abdrehen einfach mal die Ismail hier als Ziel, der da munter auf B zufährt. Tja, Shenyang. Hau da ab. Jetzt ist so gut wie keiner da, der dich unterstützen kann. Oh. Und habe ich das richtig gesehen? Naja. Ah, Shenyang, hau ab da. Tja. Was soll man da sagen? Und raus ist die Shenyang und damit ist unser einziger DD auch raus. Oh Mann, ey. Ja, sowas ist natürlich immer wieder blöd. Aber okay, na, mal sehen. So, hier jetzt nochmal ein bisschen genauer hingucken. Wer könnte denn einen einfangen? Wie gesagt, jetzt muss ich einfach mal sehen, dass ich hier so ein bisschen wegkite. Ah, die Vladivostok kommt da relativ breitseitig. Oh, lenkt jetzt aber ein. Das kann man auf der Minimap ja immer gut sehen.
Ah, da hinten steht die Fuso. Ja, der steht wirklich fast. So ganz langsam drückt er nach vorne. Ja, Ismael, tut mir leid. Ich muss hier mal... Oh, da habe ich dich vielleicht sogar gerettet. Vor der Salve von der Norka. Ja, auf jeden Fall hat diese Salve bei der Fuso gepasst. Zwei Zitadellentreffer. Das hat mal richtig geklatscht. So, und was machen wir jetzt? Fuso dreht ein. Okay, dann auf die breitseitigen Mogami. Aber auch der dreht jetzt ein, also deutlich kürzer und nach unten. Und jetzt sehe ich da die Ismael in B. Der versucht da zu cappen. Also winkel ich mal ein bisschen auf die an, die in A kommen. Und drehe die Waffen schon mal in Richtung B. Tja, wir sind 80 Punkte hinten. Die anderen cappen jetzt A. Ich denke, das werden wir auch nicht verhindern können. Ne? Ismael bremst langsam ab. Nicht ganz so weit vorhalten. Mal gucken. Oh, da gab es einfach die Baltimore im Hintergrund. Oh, hat er doch schon mehr abgebremst, als ich gedacht habe. Na, Basis verteidigt. Zwei Zielen. Oh, Ismael. So, jetzt stehst du ja fast. Ja, dann gibt es jetzt genau auf die Wasserlinie. Ja, und dann gibt es auch wieder einen auf die Zita. Fast 17.000. Jetzt sind die hinteren Türme auch gleich soweit. Ja, breitseitig zur Amagi stehen ist keine gute Idee, Ismael. So, hinteren Türme sind raus. Und da schlägt es ein. Nochmal eine Zitadelle und weg ist er. Ja, und das, was er da noch raushaut, okay. Nehme ich dann einfach mal so hin. Die 11.000 soll er haben, aber er ist auf jeden Fall raus. So, jetzt haben wir zwei verloren, die anderen haben zwei verloren. Jetzt sind wir nur noch knapp hinten dran, aber das wird sich ändern, weil die anderen A schon gekappt haben. So, jetzt kommt die Vladivostok, nimmt ein bisschen Fahrt auf, hör dann. Mal gucken, dass wir das jetzt hier... Ja. Oh, 7.119. Tja, das ist... Oh, unsere Norka hat hier geinselt. Okay, dann kann ich jetzt hier mehr riskieren in der Breitseite, weil ich davon ausgehen kann, dass natürlich jetzt viele auf diesen geinselten Kollegen hier schießen. So, Vladivostok, nochmal. Und ich fahre natürlich wieder ein Stückchen näher ran. So, und wie kommt das da? Das sieht doch nicht schlecht aus. Jo, dann gibt es auch da nochmal einen auf die Zitadelle, 23.000. Tja, Vladivostok. Moment, zu lange geradeaus gefahren. So, jetzt zielen hier zwei auf mich. Oh, das eine ist hier scheinbar diese North Carolina. Und das andere ist die Vladivostok. Ja, dann. So. Wieder auf die Vladivostok raus. Der ist ja da wirklich relativ breitseitig unterwegs. Ah, 7.600. Leider keine Zitadelle. Aber wir haben ihn halbiert. Jetzt sind nur noch 7.300 da. So, und das Problem ist natürlich, ich habe keine Ahnung, wo jetzt diese Kagero ist. Hier laufen jetzt schon die Torps. Das ist schon mal gut, dann weiß ich, sie gehen nicht auf mich raus. Aber trotzdem muss ich das so ein bisschen im Hinterkopf haben. So, und auf wen setze ich jetzt mit ab? Ich denke mal auf die Vladivostok, das macht Sinn. Dass der auf jeden Fall dann raus ist. Ah, hat die Baltimore rausgeschossen. Na, schade eigentlich. Dann hätte ich doch auf den anderen schießen können. Aber, oh, Kagero. Okay, also... Erstmal sofort als Ziel ansagen und dann 180 Grad kehre. Also, na gut, 180 Grad nicht ganz, aber auf jeden Fall sofort einlenken und richtig einlenken. Für den Fall, dass der jetzt hier doch noch Torps rausgesetzt hat. Unseren CV habe ich mal angepinkt, dass der eben auch weiß, dass da was ist. Hab nicht nur ich gemacht. Na, mal gucken, ob er danach geht. So, und dann mal schauen... Die Norka, wie fährst du denn? Fährt relativ gleichmäßig. Ja, noch sehe ich da nicht wirklich was. Passt das mit der Insel hier? Das passt. Da ist die Kagero. Okay, der ist dann abgedreht. So, Norka. Bevor ich jetzt gleich hier gegen die Insel schieße, will ich die Salve noch rausbekommen. Da ist er. So, ein bisschen vorhalten und raus damit. Tja, und sofort sieht man auf der Minimap wieder, dreht die North Carolina raus. Hier, das mit den Inseln passt. Tja, und da haben wir dann 12,60. Na gut. Wir haben drei verloren, die anderen haben drei verloren. Wir sind 100 Punkte hinten dran. Tja.
Und die Frage ist, wie machen wir weiter? So, also ich setze hier nochmal einen auf die Norka raus. Und dann werde ich aber wieder nicht weiter wegfahren. Sondern ich werde einfach mal gucken. Er zielt ja nicht auf mich. Oh, 6-6, okay. Zielt ja keiner auf mich. Also kann ich jetzt die Situation nutzen, einlenken und wieder ein Stückchen weiter nach vorne fahren. Mogami, der fährt jetzt aus meiner Reichweite raus. Da komme ich nicht hin. Fuso ist gar nicht erst in Reichweite drin. Okay. Ja, da kannst du pingen. Auf die Fuso kann ich nichts werden. So, nun bin ich entdeckt. Das kann ja eigentlich nur der DD sein. Jetzt wieder vom Flugzeug gespottet. Ja, wie auch immer. So, hier vor mir diese North Carolina. Wollen wir doch mal schauen. 19 Kilometer, wie fährst du denn? Oh, jetzt dreht er richtig raus. Kann man auf der Minimap wieder gut sehen, durch diese Linie. Also, vorhalten, bisschen höher halten, dass ich ihn in der Drehung erwische, wenn er dann sozusagen durch ist. Und, na, das passt einigermaßen, würde ich sagen. Jo, das passt sogar gut. Ein auf die Zita, 17.000, Norka raus. So, und jetzt, da ist die Kagero, okay. Jetzt fahre ich hier mal in B. Irgendwer muss ja cappen. Und ich werde jetzt auch schon gleich anfangen, meine Waffen zu drehen. Also warum soll ich das erst machen, wenn ich in B bin? Das kann ich jetzt genauso gut machen. Also Maus einfach rüber auf die linke Seite des Schiffes. Also Backbord halten. Dann fangen die Türme an zu drehen. Und wenn ich denn in B bin, habe ich sie schon alle drüben, wo ich sie haben will. Und muss nicht da noch warten, dass die hinteren drei erst irgendwann mal nachziehen. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz gegensteuern sozusagen, um wieder meinen Flugabwehrsektor setzen zu können. Aber CV hat mich hier gar nicht auf der Reihe, hat mich auch gar nicht gesehen. Tja, dann nicht. So, wir sind jetzt knapp vorne, haben drei verloren, die anderen haben vier verloren. Aber wir sind fünf Punkte vorne. Ja, immerhin. Haben und nicht haben. So, und jetzt kann ich hier eindrehen. Ja, und jetzt sind eben alle Waffen schon da, wo sie hin sollen. Und die Atago, 15 Kilometer, das ist eigentlich vielleicht ein schönes Ziel. Wollen wir gucken? Ja, und apropos gucken, weg ist er. So, also gehen wir auch hier mal wieder auf die Norka da hinten. Und versuchen jetzt einfach mal hier B zu cappen, dreisterweise. So, und die Atago fährt hier auch aufs Cap zu. Oh, 2,5. Na gut, okay. Da muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen. Dieser Atago hat 10 Kilometer Torps. Im Zweifelsfalle kommt er hier ran, um hier rein torpen zu können. Also insofern muss ich da einfach mal... Oh, die Mogami! Und der hat dasselbe. Ja, da muss ich natürlich jetzt wirklich hier aufpassen. An die Mogami komme ich bloß nicht ran. Aber an die Atago komme ich ran. So. Oh, Mogami ist raus. Und meine Salve auf die Atago ist auch raus. Ja, und da ist die Atago auch raus. Und zwei Zitas, Unterstützer, Großkaliber, vernichtender Schlag. Jo, und jetzt kann ich hier ein bisschen wegdrehen. Ja, und jetzt kommt der CV natürlich. Und will hier das Captain zurücksetzen. Schade eigentlich, das gibt immer schön nochmal ein paar EP, wenn man als Schlachtschiff cappt. Na komm, 10 Sekunden noch. So, inzwischen geht mal ein bisschen was auf die Fuso raus. So, 2 Sekunden und da trifft er mich natürlich, ja dann. Okay. Ja, 1260, 1260 und die Fuso ist noch da, weil er in diesem Moment dann angefangen hat hochzuheilen. Perfektes Timing, Fuso. Ja, und hier, ich werde das gar nicht erst versuchen. Also ich fahre aus B gleich wieder raus. Das macht keinen Sinn. So, was aber Sinn macht, ist nochmal auf diese Fuso nachzusetzen. Ich habe ja sonst auch nichts, was ich hier beschießen könnte. So, das mit der Fuso hat sich jetzt erledigt. Da komme ich nicht mehr dran. Muss ich auch nicht, weil da gibt es auch einen auf die Zitadelle. Und jetzt ist die Fuso auch raus. Jo, so, jetzt kann ich hier also einfach mal zurückdrehen. Wie gesagt, ich werde jetzt auch B nicht mehr cappen. Wir sind jetzt wirklich gut in Front. Wir haben tatsächlich immer nur noch unsere drei verloren und die anderen sind nur noch zu viert.
Und diese Lagalisonär, der scheint AFK zu sein. Wenn ich aber auf der Minimap gucke, unsere Nürnberg scheint es auch zu sein. Die Baltimore ist da hinten irgendwo. Vladivostok hat die Lagalisonär rausgenommen. Tja, dann. So, dann kann ich jetzt hier gleich mal durchfahren. Noch ein bisschen näher an die Norka ran. Und kann vielleicht noch mal auf diese Norka austeilen. Also. Sehen. Oh, die Furious. Ja, dann. Auch wenn es so die Frontguns sind, aber dann geht das jetzt hier auf die Furious raus. Ah, und in dem Moment geht natürlich hier die Kagero auf. Natürlich. Oh Mann. So, jetzt muss ich aber sehen, dass ich hier einfach mal eindrehe. Ich habe keine Ahnung, ob der im Moment noch Torps hat oder ob er die schon rausgesetzt hat. Aber ich muss natürlich so fahren. Ei, Emine. Ja, Furious nicht getroffen und dafür aber jetzt hier an der Kagero dran. Oh, 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 oh. So, also, ich sag mal, wenn er getorbt hätte, wären jetzt ja schon Torps da. Tja, ich werde die Waffen drehen. Da ist die Kagero. Viel ist ja nicht mehr dran. Und die Krake wäre natürlich schon schön. Also, sehen, dass ich hier vielleicht nochmal rauskomme. So, jetzt entdecken wir uns hier gegenseitig. Wir sind unter 2 Kilometer aneinander dran. Da ist automatisch der Detection-Alarm sozusagen. Also man sieht sofort den anderen. Und alle anderen sehen ihn auch. So, jetzt hat er natürlich gesehen, dass ich hier rausfahre. Was macht er? Fährt hierhin zurück. Oh, 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 oh. So, auffassen. Ach, und da nimmt die ARK, die ARK Royal, nimmt ihn raus. Na gut. Also, jetzt drehe ich natürlich auch wieder noch weiter auf die Position der Kagero zu. Für den Fall, dass er jetzt doch Torps raussetzen konnte. Und da kommt wieder die Furious, ne, dann. So, Waffen drehen und ich kann nur hoffen, dass die Furious hier weitergefahren ist. Denn dann müsste ich ihn vielleicht irgendwann ja auch mal sehen. So, da haben wir noch ein paar Flugzeuge abgeschossen. Letztes Mal, dass wir unseren Flieger starten können. Torps kommen offensichtlich keine. Ah, da ist die Furious. So, sieht gar nicht so schnell aus. Ja, der eine Treffer, den sollst du haben. Ah, oh, doch, ist schneller als gedacht. Und natürlich, natürlich. Davor, dahinter. Na gut, egal. Ich fahre dann noch näher ran. Das muss doch klappen. Komm, Furious. Und jetzt ist er zu, aber da in etwa muss er gewesen sein. So, was macht der Counter? 174.000. Und? Jo, das waren ein paar Treffer und der springt auf 186.000. Nur 12.000 für einen blinden Schuss, doch gar nicht so schlecht. So, und weiter ran da. Tja, und flieg mich hier nur an. Es ist mir egal. Ich habe jetzt im Moment genügend HP, die ich da zusetzen kann. Und irgendwann mache ich dich auch auf. So, Flugzeug nochmal eins abgeschossen. Und da ist die Furious. So, gleich jetzt mal Frontguns raus. 11 Kilometer, das ist natürlich jetzt perfekt. Na, da kommen sie doch schon. Und yo, da haben wir die Furious und die Krake ist freigelassen. 187.738 Schaden bei 56 Zieltreffern, 10 Flugzeuge haben abgeschossen, 5 Schiffe zerstört, 9-mal die Zitadelle getroffen, 3-mal die Basis verteidigt, 1 Zieltreffer mit der Secondary und 4 Flugzeuge haben wir über Jäger abgeschossen. Den Unterstützer haben wir bekommen, vernichtenden Schlag haben wir bekommen, Krake haben wir freigelassen und den Großkaliber gab es auch noch oben drauf. Tja, Amagi als Top-Tier ist wirklich ein Hammer. Wollen wir gucken hier. 2421 Basiserfahrung. Das ist doch auch klasse. Und zusammen mit der Vladivostok haben wir 9 Schiffe rausgenommen. Wow. Tja, Fuso versenkt, Ismail versenkt, Atago versenkt, North Carolina versenkt und die Furious nachher so als Abschlusshäppchen auch noch versenkt. Sehr schön, sehr schön. 1,1 Millionen potenziellen Schaden haben wir bekommen. Auch das ist aller Ehren wert, denke ich. Tja, und man sieht eben, wir haben 186.000 Schaden über AP gemacht und 792 über diesen einen Secondary-Treffer. Yay, großartig. Also, ich muss sagen, ich fand es trotzdem schön, einmal mit der
Amagi hier als Top-Tier unterwegs sein zu dürfen. Da kann man tatsächlich richtig austeilen, wenn man ranfährt. Und ja, ich muss sagen, mir hat es echt Spaß gemacht. Wenn es dir auch Spaß gemacht hat, das jetzt hier zu sehen, dann gib dem Video doch einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Schau auch gerne mal live auf Twitch rein. Link findest du in der Videobeschreibung. Kannst du gleich ein Abo dalassen, wenn du magst. Ja, und dann schreib doch gerne in die Kommentare, was du so von der Amagi hältst. Und ich freue mich dann aufs nächste Mal.